Wenn eins keine Freunde mehr wären, dann ist es die Technik und meine Wenigkeit. Was geht, Freunde? Ich bin's wieder, euer Khaled und herzlich willkommen zu einem neuen Video wieder von mir. Ja, Freunde, wir sind so langsam am Ende mit der Saison. 2 Spiele sind's noch und ja, auf jeden Fall bin ich wieder da. Ich weiß jetzt nicht, welcher Anlauf das jetzt ist, ob das der 10., 15. oder 20. Anlauf ist. Ich habe bei 7 oder so aufgehört zu zählen. Naja, ist ja auch ein anderes Thema. Ja, Freunde, ich freue mich endlich wieder ein Video für euch zu machen. Würde mich sehr gern freuen, wenn wir das Ganze in Zukunft öfters machen können. Und ja, momentan bin ich im Umzugsstress. Ist jetzt nicht so stressig wie die letzten Tage geworden. Aber es könnte jetzt noch die nächsten Tage noch mal ein bisschen heftiger werden. Aber alles entspannt. Zum Thema Umzug, neue Zentrale und so weiter, werde ich noch ausführlicher was bringen. Und ja, Freunde, lasst uns direkt anfangen. Diejenigen, die neu sind bei mir auf dem Kanal, würde ich mich sehr gerne freuen, wenn ihr ein Like da lässt und ein Abo auch. Ja, Freunde, fangen wir an. Nach Mainz, Gladbach, Arminia und jetzt Augsburg haben wir 4 Siege in Folge. Hoffen wir, dass wir so zu Hause auch weitermachen können gegen Wolfsburg. Und ja, das wird halt jetzt ein bisschen schwer, da bei Wolfsburg geht es ja um nichts mehr, glaube ich. Am letzten Spieltag sind wir in Stuttgart und das wird nochmal viel heftiger, da Stuttgart gegen den Abstieg spielt aktuell. Und da müssen wir wirklich nochmal brutal dagegen angehen. Auf jeden Fall denke ich, dass es machbar ist, die beiden letzten Spiele für uns zu gewinnen. Und ja, Freunde, bevor es aber jetzt richtig losgeht, sorry, möchte ich erstmal, wie soll ich eigentlich anfangen? Ja, bevor ich anfange, erstmal dafür, ich weiß, es kommen mal wieder ein paar Videos, aber wie gesagt, mich würde es freuen, wenn wir in Zukunft das öfters machen können, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Und ja, Vergangenheit ist jetzt halt nicht so hervorragend gewesen, wie es geplant war. Aber dennoch lassen wir das beiseite und fokussieren uns jetzt weiter in Richtung Sommer und schauen dann, wie sich das Ganze entwickelt. Freunde, ich habe am Freitag die Quali gespielt. Also kurz nochmal zu FIFA, wollte ich nochmal was loswerden. Klar, FIFA ist tot, das wissen wir alle. Und trotzdem spielt es jeder und jeder packt sich wieder ab und denkt wieder, was denkt er, was labert er hier wieder für einen Stoß. Aber das muss ich halt nochmal loswerden. FIFA ist ja für mich schon ein halbes Jahr tot, seitdem es ja Fubis jetzt nicht mehr gibt. Und also kurz nach Toti habe ich das Game, also die WL, fast gar nicht mehr angefasst. Jetzt am Freitag habe ich die Quali versucht und nach 2 Spielen hat sich einfach keinen Bock mehr gehabt, weil das Game einfach kaputt ist und verbuggt. Ich habe ein Spiel gewonnen, zweites Spiel war ich in Führung und das waren solche Mülltore, die der Gegner gemacht hat, aber naja, mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte zu FIFA. Wir können nur hoffen, dass FIFA 23 bessere Phasen da sind. Ich habe noch nicht mal Motivation ich kann mir niemals vorstellen, dass da was sich ändern wird, da das von Jahr zu Jahr immer schlimmer wird. Und ich kann nur hoffen, dass das ansatzweise nur ein bisschen, wenigstens nur ein bisschen in der Verbindung was getan werden kann. Und ja, das dazu. Machen wir weiter mit unserem wunderschönen FC-Talk, Freunde. Wir haben 4-1 in Augsburg gewonnen. Gefehlt haben ja Özcan, der gelb gesperrt war, und Duda, der ja Anfang der Saison suspendiert war. Und ja, dafür spielte der FC ja
in Doppelspitze mit Modest und Thielmann, was ich auf jeden Fall geil fand. Und nochmal geil fand, dass er getroffen hat, also Thielmann. Und Augsburg war ja eigentlich der Angstgegner, also für mich ist das immer noch ein Angstgegner, auch wenn wir gewonnen haben, weil ihr kennt Augsburg, die sind immer ekelhaft. Und ja, vor allem dieser Vargas hat mir sehr gut gefallen und Augsburg am Anfang überhaupt waren auch sehr gut mit diesen flinken Läufen und diesen Pässen, also von Vargas und so weiter. Und ja, auf jeden Fall, aber dennoch haben wir klare Kante gezeigt und sind dann in Führung dank Thielmann gekommen. Vorlage durch Benno Schmitz, hat mich auf jeden Fall gefreut für ihn. Und dann zum 2-0 hat Thielmann noch einen draufgelegt und vorgelegt für Marc Uth. Und ja, dann kam es bis zur Halbzeit so hin und her Situation für beide Mannschaften. Also beide hatten gute Chancen gehabt. Und ja, vor allem halt Modest in dieser Situation, wo der Ball ans Lattenkreuz vorbei geflogen ist. Und ja, ab Halbzeit 2, Freunde, ging es nochmal richtig los. Da haben wir den Sack komplett zugemacht. Und Modest hat dann einen Elfmeter rausgeholt. Auch getroffen, nicht so wie damals zu Hause, als der Torwart den Elfmeterpunkt ruiniert hat. Und kurz danach kam Niederlechner mit dem Anschlusstor. Und da hatte ich auch nochmal ein bisschen Zittern gehabt. Und dann kam Modest nochmal mit diesem wunderschönen Winkeltor. Und ja, das war die Kirsche auf der Sahnetorte, Freunde. Und das Spiel war einfach geil. Richtig, richtig geil. Also, ich weiß jetzt, das kommt mir jetzt wie gestern vor, als ich noch darüber gesprochen habe, dass wir jetzt nochmal am Ball bleiben müssen, wegen der Tabellensituation. Aber es ist wirklich wahr. Wir sind auf Platz 6. Kurze Zeit waren wir auch auf, für eine ganz kurze Zeit, glaube ich, auch Platz 5. Freiburg ist einfach Platz 4, auch eine sehr starke Saison. Und ich freue mich, Europa kann klappen. Ich meine, wer will Conference League, wenn man auch schon Europa League haben kann? Und ja, Freiburg wird jetzt noch gegen Union auf jeden Fall gewinnen müssen, sonst wird Leipzig sich halt wieder Platz 4 holen. Und ja, ich hoffe, wir werden auch gegen Wolfsburg gewinnen. Wird halt wieder so ein kleines Wiedersehen sein mit Sepp Bonneau und Gerhard, falls einige den noch auf dem Schirm hatten. Özcan und Duda wären dann wieder dabei. Ich frage mich, ob Duda noch spielen wird, die letzten beiden Spiele. Ist halt nochmal sehr fraglich, da der suspendiert worden ist. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze vonstatten geht, Freunde. Ja, so langsam bin ich aber auch gespannt auf den Sommer mit White MB, der sich ja auch nochmal richtig vorbereiten müsste, da denke ich mal, der von Genua, ich habe jetzt den Namen vergessen, boah, guck dir das an, Alter. Jeff Chabot. Ich meine, der hat ja ein paar Einsätze gehabt, aber müssen wir mal schauen. Also ich meine jetzt damit, wenn wir Europa ja schaffen, dass wir nochmal im Kader eine gewisse Breite nochmal brauchen. Deshalb bin ich mal gespannt, wie Bright MB jetzt mal spielt. Ich habe jetzt auch kein Trainingsvideos oder so gesehen. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Einige Spiele habe ich mir schon gemerkt, was die Sommertransferperiode angeht. Und das sind auch realistische Spieler, die man holen kann. Aber dazu zu einem separaten Video oder wenn der Sommer kommt, würde ich sagen. Also kurz vor der Saisonvorbereitung, denke ich, wird das auf jeden Fall nochmal passieren. Freunde, ich bin immer noch geflasht, wo wir gerade stehen. Das ist
einfach nur heftig. Also 16, 17, die Saison war ja auch geil mit Platz 5. Jetzt wird es Platz 6 sein, ist ja auch egal. Lange war das Thema, die letzten Jahre waren ja das Thema, alle immer gegen Abstieg spielen, was immer genervt hat. Und jetzt hat man endlich wieder eine Saison, wo man wirklich den Hut abheben kann und sagen kann, Respekt für die Leistung für ein komplettes Jahr. Und ich bin echt gespannt, wie es mit den Abgängen aussieht, mit den Zugängen. Es wurde ja so schon leicht angesprochen in der Pressekonferenz, dass bald ein paar Transfers ja auch passieren werden. Und ja, dann müssen wir ja mal schauen, ne? Davor die Saison haben wir ja auch, wie gesagt, gegen den Abstieg gespielt. In der Relegation haben überlebt, haben es überstanden. Und jetzt das wahre Potenzial aus Benno Schmitz, aus Easy geholt, auch wenn Easy jetzt nicht oft gespielt hat. Für mich hat Salih Özcan die beste Saison bis jetzt überhaupt gespielt. Und ja, mir fehlen die Worte. Wirklich, Freunde, mir fehlen echt die Worte. Ich bin auch gespannt mit Elias Skiri, natürlich auch, der Abgang wird ja höchstwahrscheinlich sein. Ich bin halt nur skeptisch, was wir halt für den jetzt kriegen. Jeder hat natürlich sein Wunschdenken, Beste für den Verein zu generieren, da man auf jeder Million angewiesen ist. Und ich bin halt nicht so ein Fan davon, dass man wieder so einen Abgang macht wie bei Bono, dass man halt irgendwelche gewissen Spiele erfüllen muss, damit man halt diese volle Summe kriegen kann. Ich wäre eigentlich dafür, dass man direkt diese Summe kassieren würde. Und bei Skiri wäre mein Preisschild, jeder kann es selber natürlich entscheiden. Klar wird das ja auch nicht im ein Jahr passieren. Aber mein Preisschild wäre definitiv 15 Millionen mindestens, die auf dem Tisch liegen müssen. Da das für uns eine Säule ja geworden ist. Und wenn er ja bleiben würde, dass er dann umsonst natürlich gehen würde, das würde der FC wirklich wahrscheinlich nicht zulassen. Und ja, bin mal gespannt. Ich hoffe, dass wir in der Europa League spielen werden, weil Conference League ist zwar schön und gut, aber ich denke nicht, dass es die meisten fühlen werden. Vielleicht gibt es einige, die das fühlen, aber ich fühle es leider nicht. Und ja, Freunde, das war's an dieser Stelle. Am Ende nochmal kurz um den heißen Brei geredet. Ich weiß, mir haben die Worte ein bisschen gefehlt. Ja, aber dennoch sind wir Gott sei Dank zum Ende gekommen. Ich will auf jeden Fall jetzt Gas geben. Nochmal das eine Thema, was jetzt vor dem Weg gekommen ist, beiseite arbeiten. Und ja, dann werden wir schauen, wie es noch weitergeht, Freunde. Hat mich mega gefreut, wieder ein Video zu machen. Und ja, würde ich sagen, lasst gerne ein Like auf das Video da. Wer es noch nicht getan hat, gerne ein Abo dalassen. Würde mich, wie gesagt, sehr gern freuen. Und dann würde ich sagen, euer Khalid ist draußen und ciao.